Mit der Harmonie war es früh vorbei am Betzenberg. Akustische Untermalung des Halbzeitganges Schiedsrichter Lothar Löwers. Ähnlich klang es dann auch noch nach 90 Minuten. Dabei war anfangs doch alles so harmonisch. Selbst Karlsruhes Präsident Roland Schmieder war versöhnungsbereit in die Pfalz gereist. Seit sein Team zuletzt verlor dort, war er Auswärtsspielen ferngeblieben. Sie waren dann tatsächlich ein Jahr nicht mehr Auswärtsspielen, also egal wo. Ja, so ist richtig. Und ich freue mich, dass ich heute wieder hier bin und die Kulisse zeigt. Ich glaube, wir werden auch eines versuchen. Wir werden das, was zwischen Schalke und Nürnberg möglich ist, wollen wir beide versuchen, zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern auch zu bewerkstelligen. Der große Freundschaftspakt blieb dann allerdings nur gut 10 Minuten lang ungefährdet, wenngleich auch die wilden Anfangsattacken der Lauterer Karlsruhes Präsident kaum gemundet haben dürften. Marcel Wittisek mit der ersten großen Chance bereits nach 2 Minuten. Die nächste fiel dem Mittelstürmer dann 120 Sekunden später vor die Füße. Martin Wagner hatte die Lücke erkannt. Wittisek zielstrebig, nachdem ihm der Europacup-Treffer vom Mittwoch gegen Sheffield verloren gegangenen Glauben in eigene Torjägerqualitäten zurückgegeben hatte. Das 1:0. Wieder 2 Minuten später dann erste Stimulantia für Lauterns berüchtigten Volkszorn. Unschön die Attacke von Metz an Marien, gewürdigt aber auch vom Unparteiischen. Weiter ließ ganz im Sinne der Platzherren 4 Eckbälle in Folge in Minute 12. Die letzte war die gefährlichste. Wolfgang Funkels gefürchteter Kopf. Erst als es zu spät war, sollte er ihn noch mal wirkungsvoller in die Flugbahn stemmen. In den Lauterer Anfangsschwung hinein, dann aber der erste ernstzunehmende Konter Karlsruhes. Und was für einer. Vergleiche mit den konternden Polen der Gladbacher in den 70ern. Das 1:1 durch Wolfgang Roll. Noch das geringste Unglück, das Torwart Ehrmann an diesem Nachmittag treffen sollte. Manfred Bender, Karlsruhes seit Wochen überragende Gefahr von links, hatte es möglich gemacht. Und Routinier Wolfgang Wolf vollendet. 1:1, ärgerlich für Lautern. Die folgenden Sprechchöre aber wurden erst 6 Minuten später durch die folgende Szene verursacht. Zweikampf zwischen Martin Wagner Roth und Peter Neustädter, der gar nichts tut, außer sich zweimal treten zu lassen. Klare Entscheidung, gelb-rot für Wagner. Doch von da an war der Volkszorn entfacht, obwohl der Schiedsrichter ihn durch fragwürdiges Zücken von Gelb gegen den getretenen Neustädter noch zu besänftigen suchte. Insgesamt sammelte Karlsruhe 5 solcher Farben, Lautern deren 3. Nicht aber für diese rüde Attacke Mariens gegen Manfred Bender, der mit schmerzender Hodensackverletzung aus dem Spiel musste, später aber wenigstens noch zuschauen konnte. 5 Minuten war in der ersten Hälfte bereits nachgespielt worden, als Karlsruhe auch ohne Bender Torhunger entwickelte. Wieder traumhaft zielstrebig Kirjakov und erneut Wolfgang Roll. Das war schon der 5. Saisontreffer des 32-Jährigen. 11:10 in der zweiten Hälfte zeigte das noch mehr Wirkung. Platz für Dribbelkünstler Kirjakov, wie der einst Bruno Labbadia in Leverkusen und das große Pech des Gary Ehrmann. Abgewehrt, doch schwer verletzt. Verdacht auf Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Das 1:3 Kaiserslauterns musste 5 Minuten später schon sein Vertreter Michael Serre über sich ergehen lassen. Rolf diesmal als genialer Vorbereiter und Rainer Schütterle, der später wie Schmarow und Reich noch allerbeste Gelegenheiten leichtfertig vertändelte. So durfte Lauterns Trainer Zobel doch noch einmal auf einen Punktgewinn spekulieren, als sein längst nach vorn beorderter Kopfballspezialist Wolfgang Funkel zum 2:3 traf. 8 fieberhafte Minuten noch, doch dann war Schluss. Lauterns erste Heimniederlage seit 15 Monaten und auch das Karlsruher Führungsduo durchaus im Reinen mit der Lauterer Fußballwelt, auch wenn der Präsident das anfangs etwas anders gemeint haben dürfte. Ich meine, wenn man so wenig Fingerspitzengefühl hat wie dieser Mensch, dann sollte man das Pfeifchen nehmen, daheim irgendwo aufs Klo hängen und dort hängen lassen. Könnte natürlich sein, dass der KSC größeren Schein hat. Das ist auch möglich. Um Schiedsrichter Löwer gut zu stimmen, hätte gestern mancher Pfälzer wohl sogar den Sparstrumpf seiner Großmutter angeknabbert. Die Szene, die Pfalz in Wallung brachte nach 25 Minuten. Wagner im roten Trikot tritt Neustädter zweimal von hinten in die Beine und macht dann die Aufnahmeprüfung für den Grundkurs Taekwondo.
Davor hatte er schon gelb, völlig zu Recht sieht er nun gelb-rot. Wie üblich gingen die Meinungen über den Schiedsrichter nach Spielende aber deutlich auseinander. Es war Klitschen, was der pfeift halt. Es war Zumutung schon die Gelb-Rot-Karte drin. Ich muss sagen, der Schiedsrichter hat bestimmt viele Sachen gepfiffen, die für das Publikum nicht angenehm waren. Aber ich glaube, er hat seine Linie nicht verloren. Da kann man ihn nur loben. Also ich glaube, das war unter aller Sau, denn der hat das Spiel nachher auch so hart gemacht durch seine ganzen Fehlentscheidungen. Und der Schiedsrichter hat sicherlich um die Szene hat sich ja die ganze Diskussion entzündet. Den Platzverweis des Spielers von Kaiserslautern in Regeln entsprechend konnte man den vertreten. Denn er hatte die gelbe Karte, hat dort etwas nachgehakelt. Nur zum Beispiel, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte ihn nicht vom Platz gestellt. 6 gelbe Karten gab es alleine in der ersten Hälfte und alle waren berechtigt. Das schlimmste Foul aber übersah Schiedsrichter Löwer und das, obwohl er direkt daneben stand. Markus Marin mit gestrecktem Bein in den Unterleib von Bender, der schied mit einem Riss im Hodensack aus. Löwer pfiff noch nicht einmal ein Foul. Man will natürlich niemanden verletzen, aber das war ein Zweikampf, wie er zigmal in der Bundesliga passiert. Wir gehen beide mit dem langen Bein hin und ich treffe ihn halt unglücklich, das tut mir leid. Es hätte so ein schöner Nachmittag werden können für Rainer Zobel. Das 1:0 für Kaiserslautern bereits nach 5 Minuten, Wagner auf Witteczek, Kahn ohne Chance. Aber der KSC hielt mit, vor allem spielerisch. Bender, die Flanke auf den langen Pfosten, Kiriakow, Rolf mit dem 1:1 nach 19 Minuten. Wieder ein Treffer von Wolfgang Rolf, den eigentlichen Torjägern beim KSC muss es langsam Angst und Bange werden. Vielleicht dem Rainer Krieg, weil wir haben eine interne Sache laufen, weil wir beide auf einem Zimmer liegen. Und ich habe gesagt, er muss aufpassen, wenn ich nochmal 2 mache in einem Spiel. Dass es heute schon geklappt hat, ist natürlich für mich super. Ne? Und Krieg muss sich wirklich allmählich Sorgen machen. Mit Saisontreffer Nummer 5 ist Rolf nur noch ein Tor hinter ihm. Sein 2:1 für Karlsruhe in der 45. Minute. Vertauschte Rollen, Torjäger Kiriakow auch hier wieder als Vorbereiter. Ich habe immer gesagt, er hat vorher in der Vergangenheit hat er viel gedribbelt. Ich habe gesagt, er soll öfters abspielen und das hat er jetzt super gemacht. In Hamburg hat er einen aufgelegt, heute wieder 2. Und da kann man sehen, dass er doch langsam Deutsch versteht. Paradox, aber dieses Tor unmittelbar vor der Pause brachte die Karlsruher auf die Palme. Ich weiß, ob es richtig ist, wenn man das unser Tor dann so ansagt. Der KSC hat das 2:1 oder 1, weiß ich gar nicht, gemacht, 2:1. Ich betone, in der 51. Minute. Ich meine, man soll... Das war für dich wenig, weil du sonst immer 94 Minuten ausspielst. Ja, 96 Minuten. Man muss ein bisschen aufpassen, man macht die Leute dann... Das war in der 51. Minute. Richtig, man macht die Leute dann nur heiß. Dankeschön. Wir waren nur korrekt, 51. Minute. Ein Stadionsprecher hat auch seine Verantwortung im Stadion. Und wenn ich diese aufgeheizte Atmosphäre sehe und der KSC in der letzten Spielminute, wann sie auch immer war, ein Tor macht, dann betone ich nicht ausdrücklich, dass es in der 51. Minute war, um möglicherweise da noch mehr aufzuputschen. Das sollte ein Stadionsprecher nicht tun. Lapsus war bei mir, ich hätte nicht sagen sollte, ich betone in der 51. Spielminute. Das war vielleicht so ein bisschen jovial locker weg, weil man sich gut kennt. Und ich kann das gar nicht verstehen, dass er sich deswegen aufregt. In der zweiten Hälfte verlegte man sich wieder aufs Fußballspielen, vor allem beim KSC. Nach einer Stunde das 3:1 für Karlsruhe durch Schütterle. Eine Traumvorlage von Wolfgang Rolf, dem besten Mann auf dem Feld. Und elegant gemacht von Schütterle. Torhüter Serr, der für den verletzten Ehrmann kam, ohne Chance. Auch mit 10 Mann gab Kaiserslautern nie auf. Der Anschlusstreffer durch Wolfgang Funkel. 9 Minuten waren noch zu spielen. Und auf der Karlsruher Bank saß man plötzlich wieder auf Kohlen. Eine Minute vor Ende machte Kaiserslautern dann doch noch ein Tor.
Schiedsrichter Löwer hatte aber klar und deutlich vorher abgepfiffen wegen Foulspiel von Funkel, auch wenn es die Kaiserslauterner Spieler nicht glauben wollten. Verdienter Jubel beim KSC, vor allem auch bei Präsident Roland Schmieder. Nach der letzten 0:3 Niederlage hier auf dem Betzenberg war er ein Jahr lang nicht mehr bei Auswärtsspielen dabei. Grund die Nerven und der Aberglaube. Ich muss zugeben, ich bin etwas abergläubisch. Und die Mannschaft hat immer dann auswärts gepunktet, wenn ich dabei war. Aber ich hoffe jetzt, nachdem ich hier dabei war und die Mannschaft gewonnen hat, dass es auch wieder im umgekehrten Fall für die Mannschaft eine Motivation ist, zu sagen, Präsident, fahr mit, dann gewinnen wir. Oder wir holen zumindest einen Punkt.